So, dann geh mal, ja, mit Grün. Ja, warum nicht? Geh einfach mal zurück zu ihr. Und rein. Rein, 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 rein. Schnell, 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 schnell. Bald beginnt auch ein dritter Zyklus. Was cool ist, weil dann sind unseren Bäumen wieder voll. Wow! Es läuft gerade viel zu gut, um wahr zu sein. Irgendwie. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Hi. Steh auf, Mädchen. Und ich male dich mal an mit Gold. Auf den Nippel. Mal gucken, vielleicht spricht es jetzt auch gleich mehr. Den einen kennen wir ja schon, den einen Text, den sagt sie ja wahrscheinlich jetzt wieder. Ich habe dich noch nicht vor der größten Gefahr gewarnt. Zeit, Kälte und Hunger sind nichts gegen sie. Hör zu, ich hoffe, dass die Wächter diesen Ort für immer verlassen haben. Aber wenn sie zurückkehren und dich finden, werden sie dich in die Albträume verbannen. Wenn sie verstehen, wer du wirklich bist, wird es keine Gnade geben. Sie sind brutal, aber blind. Wir können sie überlisten. Wenn du die Farben in meinen Kammern einsammelst, einen Garten anlegst und mich fütterst, dann werden sie entscheiden, dass du ein neuer Wächter bist, der mir zugedacht war. Dann werden sie dich in die Leere nehmen und dir etwas Farbe geben, damit du nicht hungers stirbst. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Lege einen Garten an. Dies wird deine wichtigste Lebensquelle. Fülle so viele Bäume wie möglich mit Farbe und fahre die Ernte ein. Dann ist mein Herz leichter. Ach, seht ihr, Leute? Das habe ich nämlich zum Beispiel vorhin vergessen, nach der ganzen Quatscherei mit diesem, wem sollen sie füttern? Ja? Was ja bedeutet, dass wir jetzt nicht nur ein Wächter werden oder so tun sollen, ein Wächter zu sein. Ich hatte das jetzt mal gesagt, dass vielleicht sind wir ja sogar ein Wächter, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, Leute, oder nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich werden wir jetzt ein Fieder und werden sie mästen. So, und ich spreche sie jetzt einfach nochmal an, weil sie ja jetzt im Garten gesagt hat, auch ich soll sowieso nochmal zu ihr kommen. Und wir hatten ja das schon, also ist ja auch egal. Ich spreche sie jetzt einfach nochmal an. Mal gucken, vielleicht sagt sie ja nochmal was. Was anderes vielleicht diesmal, hoffe ich mal. Meine Schwestern glauben, dass diese Leere längst tot ist und die Wächter nie zurückkehren werden. Aber als du erschienen bist, hat sich etwas verändert. Und die Wächter spüren das, sogar von Oh. weit her. Wir Scheiße. müssen vorbereitet sein. Sie kehren zurück. Was? Ich kann jetzt malen. Genau, das ist doch wieder Gold, oder? Und Azur. Nicht Azur, Smaragd. Mit der Donauglyphe kann ich sie füttern? Okay. Frames könnt ihr mal. 28, 43. Ja, dann Gold und Dankeschön, Frames. Dann fieden warte ich mal hier, Mädchen. Das war wohl zu wenig. Oder auch nicht. Dann fieden warte ich nochmal. Muss es erst vielleicht voll. Komm, hau so viel raus, wie geht. Vielleicht ist es zu wenig. Vielleicht braucht die mehr zum Fieden. Ich meine, 43 ist aber nicht viel, ne? Das ist vielleicht nur so ein Schokokeks für sie. Sie braucht aber die ganze Torte. Jetzt habe ich die auch nicht ganz malen können, halt. Mädchen, ich weiß es nicht. Ich kann es nochmal versuchen. Aber vielleicht haben wir echt einfach zu wenig. Blau wird halt jetzt auch gut umgewandelt bei uns im Herzen.
Es scheint, also ich denke, ich kann sie 100 pro mit der Donor-Glyphe feeden, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und sicherlich auch nur mit Gold. Achso, darum blau. Ich habe ja gerade gesagt, blau wird zwar umgewandelt. Dann haben wir halt das für was anderes, also Azur. Aber ich würde schätzen, wahrscheinlich nur mit Gold und mit Smaragd. Ich kann es ja nochmal mit Smaragd versuchen, aber da haben wir halt noch weniger. Ich denke, 48 ist zu wenig. Vielleicht brauchen wir mindestens 50. Weil es hat ja alles immer so eine Mindestanzahl. Das hört sich auch alles anders an. Das finde ich voll witzig. Ja, die Frames sind gerade scheiße, Leute. Das ging jetzt? Mit Smaragd? Oh Gott, ist es vielleicht gar nicht Gold? Kann man sie vielleicht nur... Ist es vielleicht Silber? Dass wir sie hier fliegen können? Aber ihr Baum ist auch Gold. Es muss schon Gold sein. Ich wurde gerade erst geboren. Schon seit langem haben die Schwestern begonnen zu sterben und kein Wächter stieg aus den Albträumen hervor für mich. Ich weiß nicht viel, aber ich fühle, dass in den Kammern einer lebendigen und glücklichen Schwester mehr Farbe erscheinen wird. Und wenn du meinen Durst löschst, wer weiß, was, wenn es wieder passiert? Wenn was wieder passiert, wenn das Farbe kommt? Wow. Hier ist jetzt irgendwas rot geworden. Das muss vielleicht ganz voll sein. Zeig nochmal. Wir sollten halt jetzt... Naja, gut, doch, wir können eigentlich alles raushauen, oder? Ich weiß es nicht. Wir können ja... Weil im nächsten Zyklus... Ja, wir haben ja bald den nächsten Zyklus. Ja, toll, das sind wahrscheinlich nur wieder nur 20. Ach, genau darum. Je mehr... ich ja dem Baum gebe, desto mehr gibt er mir. Das habe ich schon wieder vergessen, Leute. Das fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich Donorglyphen mich dran geknallt habe. Also wie viel Farbe dran. Das nächste Mal sollte ich vielleicht noch mehr Farbe dran knallen. Also noch mehr Nerva, damit ich halt dann auch mehr Lympha abernten kann. Ich check das Spiel immer mehr. Seid ihr auch schon so startklar wie ich? Okay, komm, ist doch scheißegal. Wir können ja wieder Speicherstand und so. Wir malen jetzt nochmal. Das ist doch Gold, oder nicht, jetzt hier? Ich hoffe, das ist Gold. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Wenn es eben mit Smaragd, mit dem bisschen ging, dann muss es doch auch mit Gold gehen. Ja, die Frames sind gerade scheiße, sorry. Ich versuche... Okay, nochmal. Wo ist mein Mauszeiger? Ich glaube, das weiß nicht. Also wir haben sie eben auf jeden Fall schon gefeedet. Komm schnell. Jetzt doch, geht doch wieder. Komisch. Komisch, das ist... komisch. Jetzt habe ich es vielleicht besser gemalt und ich hatte am Ende immer noch Farbe. Ist das jetzt gerade mehr gestiegen? Ja, oder? Ich muss mir das in der Bearbeitung anschauen. Oh, ich quatsche jetzt noch an. Nee, ich könnte sie jetzt nur noch mal feeden. Oh, ich habe immer noch was. Ich will aber auch nicht alles. Naja, es wird ja verarbeitet. Blau wird gerade im Herzen. Grün. Nee, wir lassen das jetzt erstmal. Aber interessant. Nur, dass ich nicht ganz verstehe, was das dann damit zu tun hat. Aber ja, ich hoffe, du bist jetzt etwas weniger ausgehungert. Namenslose Fürstin. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt eigentlich machen? Gärten, hast du gesagt. Ach ja, wir gehen ja jetzt in die Leere zurück. Dann kommt ja gleich ein neuer Zyklus und dann können wir eigentlich direkt nochmal in unseren Garten gehen. Und mal gucken, was in den anderen Kammern, wie viel Farbe dort ist. Ist vielleicht eine gute Idee, Leute. Weil es wird ja immer angezeigt. Und ich muss pinkeln halt irgendwie. Aber naja. Wir sollten halt, wir gucken nochmal ganz kurz. Sollte aber eigentlich noch alles gut aussehen. Naja, ein bisschen fehlt was hier. Oder auch. Ja, aber ich sollte vorher echt mal meinen PC neu starten. Vielleicht mache ich auch hier erstmal Ende und gehe vielleicht mal pennen, weil es ist ja immer noch mitten in der Nacht.
ich muss halt auch pinkeln. Aber ich muss eh erstmal in die Lehre. Ja, dann nimm jetzt erstmal noch mal ein bisschen was. Und pack das da mal rein. Hier, Mauszeiger und so. Probleme. So. Ah, ist noch nicht ganz voll. Dann nimm noch mal ein bisschen was. So, das ist auf 25. Genau, das passt auch. Und dann nimm hier noch mal ein bisschen was. Na, ab und zu gehen sie und dann fallen sie wieder. Ich glaube, das liegt echt an meinem PC gerade. So. Ja, wir sind super vorbereitet für die Lehre. Super die Duper. Besser könnte es... besser könnte es gar nicht laufen. Was ist denn das? Wie viel in meinem Herzen ist. Genau, ein bisschen grün. Ein bisschen ziemlich viel blau. Geschwindigkeit 75%. Das ist natürlich auch echt klasse mit dieser Geschwindigkeit jetzt. Das ist natürlich noch besser, weil da kann ich mich einfach noch schneller bewegen in dieser Leere Gedöns. Und das hier 100 von 700. Ja, wir haben 7 Farben. Genau, natürlich. Und alle könnten dann auf 100 irgendwann mal gesetzt werden. Ja, ja. Ja, ja, langsam wird's besser. Langsam wird's besser. Okay, raus hier. Okay, dann, also hier war jetzt keine Farbe, ne? Wir hatten ja letztes Mal schon gesucht. Wir gucken jetzt nochmal schnell rum. Was? Da steht da was? Oh, ich komme hier nicht raus aus dem Käfig. Ich bin im Käfig drin. Ich komme nicht raus. So. Darum kann ich mich jetzt echt so schnell bewegen. Also wenn die Frames dann mitspielen. Mit dieser Geschwindigkeit halt. Blödsinn. Bla bla bla. Krasse Sache. Das ist vielleicht auch gut, gerade bei Gegnern, weil dann kann ich schneller weglaufen. Weil Kämpfen und so ein Zeug, Donoglyphen malen, will ich jetzt auch nicht unbedingt. Die andere Glyphe. Wie heißt die? Hülle. Hülle-Glyphe. Okay, Tschüssikowski. Okay, und ganz schnell speichern, bevor der neue Zyklus beginnt. So, und dann warten wir kurz ab, bis der... Genau, sag ich. Ich perfekt. Wenn du den neuen Zyklus schneller herbeiführen möchtest, kannst du die Zeit beschleunigen, indem du am Zeitrad drehst. Nein, das mache ich nicht, sonst sterbe ich. Du kannst dies auch nutzen, um schneller Nerva zu erzeugen. Nee. Aber tu dies nicht jetzt. Du brauchst alle Zeit, um dich vorzubereiten. Ja. Und nicht zu sterben. Ich weiß. So, zeig mal. Garten. Ja, genau. Grün hat sich entwickelt. Mehr sogar als Gold. Da haben wir wahrscheinlich mehr rausgehauen gehabt. Oh, da liegt irgendwie Bernstein, glaube ich, drin im Reservat. Ich gucke jetzt nur noch. Ich gehe jetzt hier eh gleich raus, Leute. Das heißt, ich kann jetzt hier auch gerade mein Leben raushauen. Ich hatte ja vorher gespeichert. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Das Adit. Ja, bei ihr okay, ist eh nichts drin. Boah, das Leben weicht halt echt von mir. Ja, wir müssen eigentlich dann echt nur noch in den Garten und müssen das absammeln. Und hier passiert echt das Bernstein. Das ist cool, dann gehen wir das nächste Mal also in den Garten. Ja, ja, du klopfst, ist mir jetzt gerade egal. Oder auch nicht, ich gehe jetzt mal, dann klopfst du nicht weiter. Gehen wir hier mal rein. Ja, ja, das Grüne ist schon wieder weg. Ja, ja, das ist ja egal, ich hatte ja abgespeichert, Leute, ist kein Problem. Ich gehe jetzt hier gleich raus. Genau, dann gehen wir das nächste Mal in den Garten, sammeln unseren Garten ab. Vielleicht sind da sogar auch wieder kleine Pflänzchen. Das wäre natürlich cool. Füllen unsere Herzen auf, gehen zurück in die Leere und gehen dann in diese, was war das? In dieses Glühwürmchen-Reservat rein. Weil da liegt, das müsste da irgendwo, Bernstein. Ich glaube, das war Bernstein, was da drin ist. Ja, ja, kannst ruhig klopfen. Das steht da gar nicht dran. Ich glaube, Bernstein. Ich glaube ja. Cool. Können wir noch mal ganz kurz Journal von hier aus aufrufen? Echt nicht? Dann müssen wir erstmal hier zurück. Bevor wir jetzt sterben, komm, ganz schnell, Journal. Danke. Farben. Schauen wir mal, was Bernstein bringen würde. Das könnten wir ja dann auch in unser kleines Herzchen reinknallen, was nur so klein ist, wegen diesem, wo wir jetzt Grün drin hatten. Wahnsinn, so Gott. Seine Gabe ist Metabolismus. Je mehr Bernstein du in dir hast, desto schneller werden deine Herzen Lymphe in Nerva umwandeln. Nee. Nein.
Nein, einfach nur nein. Sicherlich nicht. Da habe ich ja noch mehr Probleme. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz gucken, die Leere, wie viel Farbe jetzt hier eigentlich rumschwirrt. 59. Weniger, als wir schon hatten. Wir hatten da schon mal 65. Vielleicht, weil wir es jetzt doch weniger benutzt haben in letzter Zeit. Ja, das kann schon sein. 21, ja, und so ein bisschen blau. Das ist ja alles okay. Was war das? Umso mehr Zeit wirst du verlieren, wenn du eine Kammer verlässt. Okay. Das ist natürlich auch nicht geil. Aber trotzdem bewege ich mich ja schneller. Also, naja. Die notwendige Mindestanzahl an Tropfen für eine Glyphe erhöht sich. Oh, ey, das ist alles hier voll stressig und voll kompliziert. Aber ich will ja nichts sagen. Und da war es ja nur mit der Eifersüchtig, ne? Ja, ja. Er hat es noch ausreißen. Scheiße. Aber zumindest verstehe ich das Spiel schon mal besser. Ja, Leute, dann machen wir jetzt mal hier Ende. Trotzdem hat mir die Aufnahme sehr gefallen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich werde mir gleich mal aufschreiben, was ich dann vorhabe. Garten absammeln und dann ins Glühwürmchen, Dingsbums und Bernstein ansammeln. Aber bestimmt nicht ins Herz packen, das muss ich mir dazu schreiben, wegen hier noch schneller Nerva umwandeln. Außer wir finden ein drittes Herz dann. Aber nein, 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 nein. Nicht, nein, ich will das nicht noch schneller umwandeln, auf gar keinen Fall. Okay. Ja, dann bis dann. Sagt mir mal, was ihr davon haltet jetzt hier alles und ob ihr auch so gespannt seid wie ich. Und oh mein Gott, die Wächter kommen bald. Ich sehe das schon kommen. Ja, bis dann. Tschüss.